Da wollen wir nicht rein. Bitte nicht. Ganz vorsichtig, bitte. So, da müssen wir jetzt rein, glaube ich, oder? Ach ne, hier ist nur eine Bank. Eine Werkbank. Aber haben wir jetzt eigentlich genug? Ich muss nochmal nachgucken. Wie viel Pauken haben wir jetzt eigentlich gesammelt schon wieder mittlerweile? 3. Ah, nur dann. Dann lohnt sich ein Ausflug, ja. Und vielleicht sollten wir mal kurz schauen, dass wir... Okay, wir gucken mal ganz kurz, was der Anzug noch braucht von uns. Trefferpunkte nehme ich. Und Plasma-Cutter würde ich sagen, nehme ich auch. Und dann gehen wir nochmal zurück und sagen, wir nehmen uns Stasi-Zone. Das einfach vielleicht... Die Dauer nehme ich. Dauer ist irgendwie besser als Zone. Schießt die meiste Zeit eh direkt auf die Feinde. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Aber dafür bleiben sie halt länger in der Straße. Das ist halt echt, echt wichtig. Warte mal, war da nicht irgendwas zum Abnehmen? Bin ich ein bisschen irritiert. Na komm. Da war einer. Mein Gott. Diese Lurker. Ich darf halt, wie gesagt, nur nicht auf diese Bodenplatten drauf treten. Mir darf echt alles passieren, nur das nicht. So, ich lass mal hier oben die Energie für die Strahlenkanone mal liegen, die brauche ich halt einfach nicht. Stopft mir nur unnötig mein Inventar. So. Habe ich jetzt nicht hier irgendwo eine Möglichkeit, was abzuziehen? Kann nicht sein, dass wir hier irgendwie... Da auch nicht. Ja, sag mal, irgendwie... War hier nicht irgendwo noch ein Rohr, was man abziehen kann? Ist schon völlig Banane. Okay. Gut, Absaug. So, passt. Waren jetzt bloß die beiden, oder? Ja, es waren nur die beiden. Oh Mann. Okay. Da hatte ich nicht mehr drüber nachgedacht. Das heißt, wenn ihr diesen Raum betreten solltet, dann vorher die Leichen wegräumen. Weil alles, was noch Arme und Beine hat, kann umgewandelt werden. Alles, was natürlich zerstampft wurde und nur noch als Korpus, sag ich mal, rumliegt, ist dann nicht mehr veränderbar. Das heißt, da haben die Infektor einfach keine Chance, irgendwie was umzuwandeln. Was natürlich auch ein bisschen Quatsch ist, weil die Masse, die hier benötigt wird, diese Biomasse, die können sie sich auch irgendwie zusammensetzen. Okay, ich habe den Rücken natürlich zur offenen Tür. Super. Genauso wie man es machen sollte. Da nichts, nein. So, hier ist jetzt dieser Raum, den ich meinte, Pausenraum. Da könntet ihr ins Ursprungsprojekt... reingehen und hier in diesem Kreis, wenn ihr dann hier diese richtige Kombination zusammenstampft, dann könnt ihr ein Audiolog oder ein Bonus an Powerknoten irgendwie kriegen. So, den Raum können wir natürlich so aufmachen. Da müssen wir nur die Kisten, die im Weg sind, mal wegmachen und dann können wir hier auch rein. Das heißt, hier können wir jetzt mal gucken. Nein, nein, nein. Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3. Das brauche ich nicht. Das kann ich nachladen. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Stufe 3. Ist auch geil. Sie geben einem hier Stufe 2.
man freut sich voll drauf und dann kommt man hier zu dieser Stelle und denkt sich dann so, blöd gelaufen, weil ich kann es jetzt hier gar nicht mehr einsetzen. Brauche ich nämlich schon Stufe 3. So. Da sind... Genau das passiert, wenn man da reingerät. Dann wird man nämlich gegrillt. Ihr seht, wenn ihr hier ankommt, irgendwo hier, nee, warte mal da, oder? Da liegen halt irgendwo Truhen rum. Sag ich mal Truhen, Kisten. Macht es das aber folgendermaßen. Na komm. Wartet es auf jeden Fall ab. Oh, wird jetzt auch noch gegrillt. Aber nicht so, wie ich gedacht hätte. Ja, also die Bodenplatten, wenn ihr da drauf tretet, dann ist halt einfach wirklich blöd. Spart euch das auf jeden Fall. Da ist auch noch Kohle. Ja. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, da sind jetzt diese Bodenplatten aktiv und da sind... Achso. Und da sind halt so eine Platten, die... Ja, hat den Bogen raus hier auf jeden Fall. Direkt um die Ecke gerannt. Ja, und da müsstet ihr halt diese Bodenplatten abpassen, macht das aber nicht. Ignoriert erstmal die Kisten. Und dann machen wir es mal folgendermaßen. Kurz mal nachladen. So, jetzt renne ich mal kurz vor ihm weg. Und dann die nächste Ladung. So, ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr um den rumkommt. Weil vorne ist er gepanzert. Hinten aber nicht. Das heißt, ihr müsst bei einem Brute einfach nur schauen, dass er irgendwie ihn verlangsamt und dann versuchen, um ihn rumzurennen, so schnell wie möglich. Damit ihr den außer Gefecht setzen könnt. Mein Dead Space ist jetzt auch nicht mehr so knifflig in vielerlei Hinsicht, weil die Gegner kennt man jetzt meistens schon. Das ist ja nun schon seit mehreren Jahren jetzt auf dem Markt und so viel hat sich an den Taktiken jetzt auch nicht geändert. Ich meine, es ist halt ein Remake. Ja. So, jetzt haben wir umgeleitet. Und durch das Umleiten... Seht ihr auch hier schon, die ganzen Bodenplatten sind aus. Das heißt, hier brauchen wir uns gar keine Sorgen mehr machen. Brauchen hier kein Timing mehr machen, sondern wir laufen da einfach durch und merken, dass eh Schrott ist, was da drin war. Für uns jedenfalls. Das heißt, man hätte jetzt hier sein Leben riskiert für zwei Sachen, die man gar nicht braucht. Macht nicht viel Sinn. So. Na, wo war jetzt der nächste Weg? Wir müssen jetzt wieder rum. Okay. Liegt denn da eigentlich? Ich ihn jetzt da liegen lassen. Hä? War das nicht Impuls? Oder bin ich jetzt völlig neben der Spur? Ach, es ist ein Waffen-Upgrade. Ach so. Okay. Hatte gedacht, das ist Impuls-Munition. One kind infects corpses, and the rest... Make more corpses to infect. That organic shit on the walls. That's dead tissue, too. The crew thought it was a... habitat changer. Isaac, I'm gonna run some diagnostics. I think that stuff's spreading. Bei den... Kanonen, glaube ich, kann man jetzt eigentlich nicht mehr viel... falsch machen. Ich glaube, es ist eh so eine Art Minigame und... Oh Gott. Wo ist denn der?
Na komm. Da liegt noch der Brute rum. Das heißt, wir müssen jetzt auf die andere Seite, oder? Aber wir müssen jetzt eigentlich hier rum. Das heißt, ich werde mal ganz kurz gucken. Schön nochmal vorher alles abchecken. Wir haben jetzt sehr viele Sachen eingesammelt. Ich glaube, die verkaufen wir mal ganz kurz. Und wenn wir die verkauft haben, speichere ich mal kurz ab. Machen wir ganz kurz eine kleine Pause. Weil es ist doch ein bisschen anfordernd hier, sich so zu konzentrieren. Überall Geräusche, aber eigentlich nichtssagend. Ja, 10.000 gibt der. Also da ist auf jeden Fall gut, wenn man den nicht irgendwie ignoriert oder den übersieht. Wenn 10.000 Credits haben oder nicht haben, ist ein ganzer Anzug, glaube ich, den man sich damit leisten könnte. Ich glaube, der erste kostet auf jeden Fall 10.000. Haben wir damit wieder eingeholt, das Geld. So. Jetzt wäre zum Beispiel so ein Zeitpunkt, wo man wieder in den Plasma-Cutter investieren könnte. Die Stase wirkt da dann immer noch. Interessant. So, ganz kurz mal speichern, wie gesagt. Also mache ich mal ganz kurz eine kleine Pause. Und wir überspeichern mal unmöglich. Und speichern, ja, passt schon. Speichern abgeschlossen und wir können jetzt gleich nochmal neu hier reingehen und gucken, ob das jetzt genau richtig abgespeichert wurde. Müsste aber eigentlich so, ohne Ausweg Kapitel 4, bla bla bla, unmöglich, passt, danke, tschüss. Und ja, wir sehen uns gleich hier, dann ich mache dann einfach gleich hier weiter und das kriegt ihr jetzt sowieso nicht mit, weil man kann ja mit der Macht des Schneidens eines Videos das überbrücken. Also bis gleich. So, gut, weiter geht's. Da hat man schon mal geschaut. Ich könnte eigentlich noch die... Ich mach das mal folgendermaßen. Ich höre noch ganz kurz die Laserkanone weg. Sammle noch hier ein bisschen was auf. War hier was? Ja. Dann kann ich das nämlich auch verkaufen, bringt ja auch Kohle. Weil jeder Credit, den wir jetzt natürlich einsammeln. Okay. Der natürlich im Endeffekt wieder hilft, hier ordentlich durchzukommen. Meine 2000 für 10 Munition ist halt auch ordentlich Credits. Deswegen. Wir müssen jetzt hier rein, hatten wir jetzt gerade etabliert, oder? Bevor ich kurz die Pause gemacht habe. Ich glaube, ja, genau. Und da brauchen wir jetzt auch kein Stockwerk anwählen. Da geht es wirklich nur direkt zu den Kanonen, die wir jetzt dann aktivieren müssen. Da muss ich nur aufpassen. Weil da gibt es diese eine blöde Stelle, wo dann die zwei Lurker auf mich schießen. Da muss ich jetzt aufpassen. Okay. Elizabeth, it's Jacob. I came to the bridge looking for you, but it is completely fucked. I'm not sticking around in case whatever did it comes back, and neither should you. It looks like the admin staff went to the mining deck to meet up with the other survivors. I'll head there too. If you aren't with them, I'll find a way to contact you. I promise. Na, wo ist er? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass ich vielleicht nochmal irgendwo eine Klinge krieg. Aber es wollte nicht so richtig. Naja, ist ja auch egal. Soweit hat alles geklappt und ich bin immer froh, wenn ich im Pregnant umhaue, ohne dass irgendwas rausplatzt aus ihm. Ist ja immer schon die halbe Miete irgendwie. So. Auto targeting offline. Calibration data not found. Fuck. No auto targeting. The cannons are useless. What about manual targeting? You want to go out there with all that shit raining down and target the ADS cannons manually? If I give the cannons enough targeting data, it'll recalibrate the system. You got a better idea? Christ. I'll open exterior access. I hope you know what you're doing. Hey, nicht so ganz.
zwar die beste Idee, die der Isaac hat, aber weiß nicht, dass es da irgendwie auch wirklich die beste ist. Die Idee. What's the plan? I'll sink a few of the ADS cannons to one of my tools. I target an asteroid, the cannons take it out, and I recalibrate the system. We're out of options. Do it. Ja, wirklich viele Möglichkeiten haben wir halt nicht, ne? Also. Höhenintegrität 86%. So, das hätten wir. Schön auf Sauerstoff achten. Auch darauf achten, dass wir hier nicht zu viel Zeit verplempern. Müssen eigentlich mehr oder weniger nur die Dinger hier abknallen. Oh, da ist noch ein Lurker. Das war noch irgendwo einer. Irgendwo muss noch einer. Ach, ich muss ganz kurz mir nochmal Sauerstoff. Ich mag jetzt nicht, dass das irgendwie hier um die Ohren fliegt. Ich habe es gerade an mir vorbeifliegen sehen. Mann, jetzt lass mich mal ganz kurz in Ruhe. Besser. So, jetzt fliegen wir mal ganz kurz bis hier, weil hier ist nämlich noch so ein Rig. Ich glaube, dass hier eigentlich nichts mehr passieren kann. Die Cannons sind jetzt aktiviert, das heißt, die sind jetzt auf Autofeuer. Und haben jetzt normalerweise auch ein automatisches Zielerfassungssystem, was jetzt aktiviert wurde. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich durchfliegen, ohne dass was passiert. Und ich finde das auch ein bisschen besser gelöst als damals. Dieses Bemannen von der Kanone und dann da draufballern auf diese Asteroiden, das war halt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Das war so nicht unbedingt mein liebster Bereich in dem Game. Nicole Brennan. Medical is his sanctuary. All survivors, please join us. Nicole, I'm going back to medical. Makes sense. I'll head to the crew deck and look for survivors from the bridge. I'll be in touch. Also ich finde, wonder if you know something we don't. Ich finde die Reaktion von der Kendra an dieser Stelle so merkwürdig mit diesem: Ich gehe zurück in die Krankenstation. Ja, macht Sinn. So, bleib mal ganz kurz ruhig hier. War's doch, oder?